Heinz Hönig kämpft um sein Leben. Seit wenigen Tagen sind Fans in großer Sorge um den Schauspieler. Vergangenen Dienstag wird er mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Seither befindet sich Heinz auf der Intensivstation und sein Zustand ist kritisch. Er wird in ein künstliches Koma versetzt. Seine Frau Annika erklärt: Heinz hat eine Entzündung im Körper, die sich auf die komplette Aorta ausgebreitet hat. Heinz hatte 2012 eine Herz-OP, in der er einen Stent gesetzt bekam. Jetzt, durch die bakterielle Entzündung, ist dieser beschädigt. Blut und Flüssigkeit sind aus dem Stent ausgetreten. Der ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmer braucht eine neue Aorta. Infolge der bakteriellen Entzündung soll Heinz auch noch ein Loch in seiner Speiseröhre haben. Derzeit wartet er das Bootstar auf eine lebensrettende Operation. Doch die birgt auch Risiken, wie Annika preisgibt. Wenn mein Mann dann operiert werden kann, dann ist die Überlebenschance dieser Operation sehr gering. Es bleibt zu hoffen, dass Heinz den Eingriff doch noch gut übersteht und es bald positivere Nachrichten zu verkünden gibt.